Willkommen zurück zu Alex. Hier haben sich gerade zwei nette Personen unterhalten. Wer bist du denn? Versteh einer die Frauen. Da willst du ihnen nichts Böses und anstatt dir zu danken, jagen sie dich fort. Was ist passiert? Ach, nichts Wildes an und für sich. Ich wollte einer guten Freundin nur die Welt da draußen zeigen. Auf Dauer wird man in Goliath doch verrückt. Aber sie hat Angst, dass sie das Gesetz brechen könnte. Und was ist mit dir? Als Jäger kenne ich mich mit Gefahren aus. Da bin ich abgehärtet. Naja, irgendwas sagt mir, dass eine Einstellung Persönlichkeit 1. Geht das? Nicht genug Persönlichkeit. Verdammte Hacke. Wenn du das sagst. Und wie ich das sage. Ich muss nun aber weiter. Wir sehen uns. Also das mit der Persönlichkeit oder mit dem Überreden, das ist eine Sache, die mir eigentlich immer sehr gut gefallen hat. Gebe ich ja ehrlich zu, weiß ich gar nicht. Haben wir... Ja, wir haben sogar einen Stufenaufstieg. Verdammte Hacke, wir haben wieder 10 Punkte. Ich meine, Gerissenheit war ja für die Kompetenz, ne? Ich glaube aber, wir gehen erst in die Konstitution rein. Da ist ja ein Punkt wieder ein Punkt, ne? Oder wir heben die Punkte einfach mal auf und leveln einfach ein bisschen weiter und gucken mal, wo wir dann so am Ende stehen. Ah, schade. Es gibt nämlich, glaube ich, auch wieder Bonus-Erfahrungspunkte und so, ne? Wo ist denn das nette Mädel eigentlich hin? Wo ist sie denn jetzt verschwunden? Oh, Blümchen. Ach, aber es ist wirklich eine schöne Spielwelt, ne? Und ich meine, klar, es wird wieder Leute geben. Ihr müsst an der Stelle verzeihen, die werden hier durchrushen durch das Spiel. Selbstverständlich, klar, kann ich auch gut verstehen. Ich bin eher der gemütliche Spieler, der sich wirklich auch alles anguckt und das Spiel halt genießt. Das ist ja jedem selbst überlassen. Und von daher muss ich euch da, ich sag jetzt mal, vertrösten, dass ich hier nicht durchrushen werde, sondern mir wirklich alles angucken werde, weil es halt einfach natürlich auch mit viel Liebe und Zeit nun mal entwickelt wurde. Und da will man natürlich... Ach, ein Heiler. Ich habe jetzt keine Zeit. Und da will man natürlich auch seine eigene persönliche Zeit nutzen und hier seine Spielerfahrung halt nun mal machen. Also mit anderen Worten, ich denke mal, es wird ein ziemlich langes LP werden. Das auf jeden Fall. So, aber wo war denn jetzt das Mädel? Ist sie wieder reingelaufen? Nee, da, du bist das. Nee, du bist eine Wache. Hallo? Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Nee, kein... Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Ja, ich weiß. Dankeschön, werte Frau Wache. Davor bekommt man ja Angst. Brauchst du frische Verbände oder willst du etwas von meinem Kräutersud? Dann bist du allerdings zu früh dran. Ich muss erst 9 zubereiten. Ach ja, hi. Bietest du jedem deine Hilfe an? Ja, es ist einfach meine Bestimmung, anderen zu helfen. Außerdem handle ich so im Sinne unseres Gesetzes. Meine Heilkunst sehe ich als meinen Beitrag dazu an. Und er ist bitter nötig. Was ich alles gehört habe von denen, die wir aufgenommen haben. Schrecklich. Ich fürchte, die seelischen Schäden, die manch einer da draußen erlitten hat, können nicht mit einem Trank kuriert werden. Aber vielleicht mag unsere Magie das vollbringen. Schließlich ist sie es, die unser Überleben sichert. Mir fällt jetzt gerade erstmal auf, dass die Oberweite der Damen halt so ein bisschen rumwackeln hier, ne? Aber nun gut, ja. Kannst du meine Wunden heilen? Du? Du scheinst mir recht robust gebaut zu sein. Knochenbrüche hast du nicht. Nur ein paar Kratzer. Ich denke, das hier wird dir auf die Beine helfen. Ein kleiner Heiltrank. Sehr schön. Ja, Überleben 1, ne? Sind wir wieder nicht gut genug. Danke. Ach, das war nur eine Kleinigkeit. Je schneller du lernst, dich selbst zu verarzten, umso weniger Arbeit habe ich damit. Wir können das lernen. Was hast du denn alles so gehört? Hauptsächlich Geschichten über den Krieg und die Kämpfe da draußen. Grässliche Wunden und viele Tote. Die Alps beherrschen eine unglaublich zerstörerische Art der Magie durch den Konsum des reinen Elex. Ja, sie ist sehr effektiv. Für jemanden, der einmal in Besitz solcher Kräfte war, ist es sicherlich schwer, je wieder vom Konsum des reinen Elex runterzukommen. Hm, du hast ja keine Ahnung. Man sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Körper sich wieder normalisiert, wenn man den Elex-Konsum einstellt. Die Entzugserscheinungen sollen aber höllisch sein. Nur gut, dass wir unser Mana haben. Nun gut, okay. Was weiß jemand wie du schon vom Elex-Entzug? Nun, wir hatten einmal einen dieser Separatisten der Alps hier zum Verhör, den ich verarzten sollte. Seine äußeren Wunden waren nicht so schlimm,
Aber der Elex-Entzug machte ihn völlig fertig. So wie einem das Elex die Emotionen nimmt, so kommen sie geballt zurück, wenn man das Elex absetzt. Die Folge war ein Mann, der mit all seiner Kraft gegen das Gefühlschaos in seinem Kopf ankämpfte. Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Er starb. Sein Wille war nicht stark genug, um sich dagegen zu wehren. Ergibt das irgendeinen Sinn? Ach du Jemine. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Ja, gut, okay. Ja, boah, da muss ja auch heftig sein. Das muss auch, ich verstehe ja. Die Hälfte von dem, was du da erzählst. Da muss heftig sein. Wie soll das alles nur enden? So, klopf, klopf. Hier haben wir wahrscheinlich auch wieder keinen drinne. Hier kommen du, wir auch. Hey, warte mal einen Augenblick. Wer bist du denn? Du machst dich doch nicht mit den Dieben gemein, oder? Was bist du denn für einer? Pass auf, was du da von dir gibst. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Du hast vor kurzem ein paar Klerikerwaffen aufgespürt, richtig? Du bist mir gefolgt. Das war nicht nötig, aber das ist ein anderes Thema. Diese Waffen gehören nicht in die Hände der Berserker. Ich will sie zurück zu meinen Brüdern bringen. Und ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du sie mir gibst. Bitte was? Wenn du ein Kleriker bist, warum trägst du dann diese Rüstung? Weil es hier Leute gibt, die mich auf der Stelle exekutieren lassen würden. Darum ist es besser, wenn ich unentdeckt bleibe. Ach, erst wenn ich hier rauskomme, kann ich mich von diesen stinkigen Fetzen befreien. So, so. Also bekomme ich die Waffen? Bertram, den Namen werde ich mir merken. Ja, alles hat seinen Preis, das kann ich nicht machen. Also wir haben jetzt drei Optionen über eine Aufgabe. Ne? Es ist halt Wahnsinn. Wir können die Waffen dem Jora, denke ich mal, geben. Ne? Er ist ja der Werker, er möchte ja dieses Zeug haben. Wir können das dem Reliktsammler geben, der sich dafür wahrscheinlich interessieren könnte. Und jetzt können wir uns gutstellen mit dem Klerikan. Was ich persönlich auch noch ziemlich cool finde. Aber ich meine, wenn wir das jetzt nicht machen, haben wir etwas gut bei den Berserkern. Wenn wir es machen sollten, haben wir dann letztendlich etwas gut bei den Klerikern, wenn wir da aufgenommen werden möchten. Ne? Deswegen, ja, weiß ich nicht. Die Kleriker kennen wir noch gar nicht so gut und die haben ja einfach so einen Spion drin. Das ist ja Wahnsinn. Das kann ich nicht machen. Ich bin sicher, jemand in Goliath interessiert sich dafür. Ich interessiere mich dafür. Reicht dir das nicht? Ich biete dir eine Menge Elixid, wenn du sie mir gibst. Du würdest das Richtige tun. Bedenke, sie gehören den Klerikern. Ja, nö. Nein. Ich bin nicht bestechlich. Mein Appell an deine Vernunft hat wohl nicht gefruchtet. Du hast dich scheinbar schon viel zu lange unter diesen Barbaren aufgehalten. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Nun gut, okay. Das ist aber heftig. Also das ist, Was machst du in Goliath? Ich lebe mich in die Gemeinschaft ein und helfe, wo ich kann. Ich will die Wahrheit hören. Nicht das, was du allen anderen erzählst. Wer spioniert? Hast du das mittlerweile nicht selbst herausgefunden? Ich war mit vier meiner Kameraden unterwegs, um in Edan Ausschau nach Mensch und Material zu halten. Doch aufgrund der Sorglosigkeit unseres Gruppenführers haben uns ein paar Mutanten in die Ecke gedrängt. Nur ich habe den Angriff überlebt. Bin gerannt, als gäbe es keinen Morgen und habe dabei meine Waffe verloren. Goliath aufzusuchen war dann einfach naheliegend. Natürlich so, dass niemand auf meine Herkunft schließen kann. Wir haben eine Waffe gefunden auf einer Brücke. Ich dachte, die Leiche wäre dann halt ins Wasser gefallen oder die hätten ihn gefressen oder sonst was. Das ist ja... Eieiei. Weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung bekommen kann? Bei den Händlern wirst du sicher fündig. Aber erwarte keine Almosen. Wenn du nicht die nötigen Splitter aufbringen kannst, lassen sie sich auf kein Geschäft ein. Glücklicherweise mangelt es an Arbeit nie. An Freiwilligen schon eher. Die Belohnungen sind für meinen Geschmack zwar etwas mager, aber es reicht, um nicht vom Fleisch zu fallen. Normalerweise würde ich dir jetzt sogar etwas von meinem Vorrat abgeben. Aber? Da du mir auch nicht entgegengekommen bist, was die Waffen angeht, wirst du auch gut darauf verzichten können.
Also diese Entscheidung wieder, was man, wofür man sich entscheidet, ne? Das ist halt wieder, es ist wieder so episch ist es. Nun gut. Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Man könnte denken, die Berserker würden in der Vergangenheit leben. Aber ich denke, wenn man die Gesetze akzeptiert, hat man es gut bei ihnen. Die Outlaws hingegen sind ein gottloses Volk, das sich wie die Ratten vermehrt und das frisst, was andere wegwerfen. Wenn ich du wäre, würde ich einen Bogen um sie machen. Die Kleriker hingegen bieten dir eine Antwort auf die große Frage nach dem Warum. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Wenn du das sagst. Und was ist mit dir? Hast du dich schon entschlossen, wem du dich anschließen wirst? Nee. Ich bin mein eigener Herr. Bist du das wirklich? Wenn ich mir dich so ansehe, bist du auf Hilfe angewiesen. Also machte ich besser mit einer der Gruppierungen gemein. Sonst ist dein Ende ausgemachte Sache. Na gut, aber irgendwie werden wir gerade bedrängt, dass wir uns auf jeden Fall einer Fraktion anschließen sollen, hm? Wie ist dein Leben als Kleriker? Es erfüllt mich und lässt mir keinen Zweifel daran, dass wir für die richtige Sache streiten. Die wäre? Kalans Worte in alle Ecken der Welt zu tragen und neue Anhänger zu gewinnen. Auch in der Zeit des Schweigens begleitet er mich. Ich kann ihn förmlich bei mir fühlen. Dann zieh dir den doch mal wieder aus dem Hintern. Naja, weiß ich nicht, Kleriker. Klingt ja jetzt schon so... Ne? Naja, gut. Ich will mir jetzt natürlich keine Meinung daraus bilden, nur weil wir jetzt gerade einen... Kerl kennengelernt haben. Vielleicht sind die Kleriker ja eigentlich so an für sich richtig nett, wer weiß. Ich denke mal, wir werden mit denen noch die Bekanntschaft machen. Aber die Waffen, ich meine ja klar, natürlich habe ich sie ihm erstmal nicht gegeben. Warum sollte ich ja auch, ne? Ich meine, es muss auch ohne die Waffen möglich sein, bei denen mit einzutreten zu können in die Gemeinschaft. So, und wir gucken jetzt eben kurz mal auf die Karte. Boah, ist das ein verdammt riesiges Gebiet. So, ganz oben hätten wir wahrscheinlich, ne? Da oben ist ja dieses riesige Gebäude. Und hier, wenn wir hier weiter geradeaus laufen, finden wir wieder andere Leute, die natürlich wie immer Arbeit für uns haben. Und wir brauchen Arbeit und das Alex. Und viele Gespräche, ne? Viele, viele, viele Gespräche. Finde ich es ja auch vernünftig. Achso, da hinten ist was, was wir mitgehen lassen können. Ja, warte mal. Na, jetzt bleibt doch nicht hier hängen. Och nee, komm. Bitte nicht so Müll jetzt hier. Okay, wir sind nochmal rausgekommen. Ey, das wär's ja jetzt wieder gewesen. Achso, kann ich... Ach doch, Hammer kann ich nehmen? Ey, da ist aber eine funktionierende Öllampe. Ich hätte gerne immer Licht, wie so eine Fackel, die niemals erlischt. Ich meine, wir sind ein modernes Zeitalter. Irgendjemand müsste das doch haben. So, wer bist du denn hier? Kaldrim, wer sagt es denn? Hieß es hier nicht irgendwie, dass wir hier reingehen sollten und was organisieren sollten hier? Ich probiere es jetzt einfach mal hier ganz, ganz heimlich, ganz schnell. Mächtiger Mana-Trank. Oh, Mana. Mana. Das Problem ist halt nur, wenn der sich jetzt gleich umdreht, ne? Dann haben wir echt ein dickes Problem, wenn ich das mal so behaupten darf. Da hätten wir, glaube ich, auch noch mächtiger Mana-Trank. Sehr gut. Noch läuft es. Ach, das ist halt schon irgendwie geil, ne? Das ist halt irgendwie so ein bisschen Nervenkitzel pur. Da liegt aber auch noch was. Ja, Elixit. Jawohl. Das hat doch schon mal gut funktioniert. Du bist noch am Trinken, ne? Sehr gut. Sauf mal schön weiter aus deinem Bottich da.
Aber mehr haben wir hier auch gar nicht, glaube ich. La, 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 la. So. Jetzt sind wir aber soweit. Hallöchen. Sei vorsichtig beim Mana-Schrein. Es gibt schon so genug Verzögerungen bei der Elex-Umwandlung. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass jemand dort hineinfällt und die Mana-Produktion aufhält. Also nimm den Rat eines Heilers an und pass auf, was du hier anstellst. Ja, alles gut, wir passen schon auf, aber Was genau ist ein Heiler? Du hast Glück, dass hier gerade wenig los ist, sonst hätte ich keine Zeit, dir deine Fragen zu beantworten. Man nennt uns Heiler, da wir die Welt heilen. Wir heilen sie von der Verseuchung des Elex. Wir überwachen die Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein und verarbeiten das Elex zu Mana. Und da dieser Vorgang sehr komplex ist, ist er auch sehr empfindlich. Okay, okay. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Jemand mit Verständnis, das ist gut. Sei einfach vorsichtig. Ich habe als oberster Heiler schon genug Sorgen. Das Überwachen der Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein birgt einige Gefahren. Also wäre es schön, wenn du mir nicht allzu sehr in die Quere... Moment mal. Ich spüre da etwas. Was bist du? Deine Präsenz. Sie verzerrt das Mana-Feld. Es ist fast so, als wärst du... Nein, aber so siehst du gar nicht aus. Du willst mich jetzt ver... Der... Bitte, was? Der spürt das, dass wir ein Alp sind, gewesen sind? Nee, ich verrate mich jetzt hier nicht, oder? Nee. Wovon redest du? Ich kann nicht genau mit dem Finger darauf zeigen. Naja, vielleicht täusche ich mich auch. Die Kunst, das Mana-Feld richtig zu deuten, ist keine sehr genaue Kunst. Was führt dich zu mir? Oder war das jetzt verkehrt? Naja, gut, egal. Was genau ist deine Aufgabe? Wie ich bereits erklärt habe, als der oberste Heiler hier in Goliath sorge ich dafür, dass der Mana-Schrein ausreichend mit Elex versorgt wird. Das Mana, das hier erzeugt wird, ist die Quelle unserer Kraft und allen Lebens hier in Edan. Wir sind die Heiler der Welt. Ohne unser Mana wäre ganz Edan nichts weiter als Wüste. Die Werker bringen das Elex zu uns und wir transformieren es am Mana-Schrein, um dann mit Hilfe des Manas Magie wirken zu können. Und wenn sich alle an diesen Prozess halten würden, gäbe es auch keine Probleme. Na gut, verständlich. So, wir müssen leider einen kurzen Break machen. Bis gleich. So, verzeiht, aber... nun gut, jetzt bin ich ja mal gespannt, ne? Wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandeltem Elex zu zaubern? Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur, aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert. Mana einzunehmen öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Wieso werdet ihr von dem Mana nicht so verändert wie die Alps von Elex? Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana. Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Also ist im Großen und Ganzen das Mana und das Elex dieselbe Dosis halt, ne? Das selbe Material. Hm. Also interessant ist es schon. Keine Frage. Du spürst das Mana? Allerdings. Ich arbeite schon sehr lange hier am Mana-Schrein, sodass ich inzwischen spüre, wenn das Mana durch die Präsenz von Elex verunreinigt wird. Ich spüre es, wenn zum Beispiel jemand mit einem Meteorsplitter voller Elex am Mana-Schrein entlang geht. Die Präsenz von Elex zu spüren, fällt mir leichter, wenn viel Mana um mich herum ist. Dann wird das Feld eindeutiger verzerrt. Das ist interessant. Der wird eins mit dem Elex-Zeug oder so, ne? Nun gut.
Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder 5 Pakete verschwunden. Und zusammen mit dem Elex auch eine unserer Wachen. Sein Name ist Kral. Hat Kral das Elex gestohlen? Ich vermute, dass Kral der Dieb ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann hier nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht. Ich werde den Elex-Dieb Kral für dich finden. Wirklich? Nun, das wäre großartig. Vielleicht solltest du noch wissen, wo er sich häufig aufgehalten hat. Als Wache vom Clan der Nebelkrähen hatte er freien Zutritt zu allen Bereichen hier in Goliath. Ich weiß zufällig, dass er sich häufig auf den Balkonen oben im Haupthaus herumgetrieben hat. Er hat mir mal erzählt, dass er öfter die Aussicht da oben genießt. Vielleicht findest du dort ja etwas. Also es wurde jetzt schon zweimal der Balkon genannt, ne? Einmal oben, einmal unten. Also das ist interessant. Nun gut. Was macht ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken. Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die die Alps uns entgegensetzen. Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Also sie speisen halt die Pflanzen mit dem Mana und das, Weltenherzen? Du bist wissbegierig. Das ist gut. Unsere Weltenherzen sind Pflanzen, die mit Mana angereichert sind. Sie allein schaffen es, zerstörtes Land wieder zum Erblühen zu bringen. Ganz Edan ist somit das Ergebnis harter Arbeit. Zeig mir deine Ware. Sicher. Also es ist interessant, definitiv. Und hier werden wir natürlich jetzt einige Anleitungen finden, weil hier werden wir auch, je nachdem, vielleicht auch sogar die, Chemie lernen, würde ich eigentlich sogar behaupten. Gib mir Mana für reines Elex. Gerne. Achso, wir können das Elex tauschen gegen das Mana, weil wir reines Elex gefunden haben. Ist die Frage, was wir jetzt lieber hätten. Ich werde das Elex aber erstmal behalten, weil ich denke mal auch mal, dass reine Elex ist viel wert. Ach du Jemine, ja, das ist natürlich cool, aber wie ich es mir dachte, es geht hier halt um die Pakete. Na? Aber hatten wir jetzt eigentlich schon Pakete mit dabei? Ich glaube nicht, ne? Ich meine, wir hatten uns hier umgeguckt. Hier gab es keine Pakete. Zumindest keine, die ich halt jetzt gesehen habe. Und wenn er sagt, er hat die geklaut, dann wissen wir ja, wo wir solche Pakete herkriegen. Ach du Jemine, Leute, meine Güte. Wir sind ja, denke ich mal, bald durch. Danach können wir uns weiter wieder in aller Ruhe, Ruhe umgucken und erkunden. Aber ja, noch sind wir halt nur mal einfach bei den Berserkern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.